Ja, herzlich willkommen aus Hawaii. Ja, das war natürlich jetzt ein Scherz und das ist herzlich willkommen aus Graz. Aber ich freue mich, dass Sie alle an diesem Massive Open Online Kurs hier teilnehmen werden. Einen Online Kurs zu einem Thema, das wir für sehr wichtig halten, und zwar gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie. Ich darf vielleicht die Historie erzählen. Es freut mich, dass es jetzt schon 2007 mit dieser Vorlesung, damals noch zusammen mit Professor Maurer, übernehmen durfte. Und wir haben uns damals vor allem zur Aufgabe gemacht, wir wollen die Technologien und was Technologien in der Gesellschaft bewirken, zum Thema zu machen, und zwar kritisch zu reflektieren, darüber so nachzudenken, was bewirkt es, wenn wir Technologien in die Gesellschaft einführen. Das hat meistens gute Dinge oder vorwiegend glauben wir gute Dinge, hat aber auch Schattenseiten. Und ich glaube, es sollte jeder mündige Bürger immer darüber nachdenken, was macht die Technologie mit uns, wie ist sie verwendbar und was sollte sie vielleicht auch nicht tun. Und diese Vorlesung wurde damals ins Leben gerufen. Ich erinnere mich noch gerne zurück, wie wir damals 2007 über Weblogs, über Wikis, bis hin also zu den ersten Ansätzen von Amazon und so weiter diskutiert haben, über Businessmodelle damals. Aber auch natürlich so etwas wie Second Life, das war damals der absolute Trend. Wir haben gar nicht gewusst, wie viel wir nicht jetzt in Second Life alles transportieren müssen innerhalb kürzester Zeit. Wie viel davon also übergeblieben ist, jetzt quasi 10 Jahre später, was heute überhaupt nicht so ist und was heute alles auch vorhanden ist. Man muss zurückdenken, 2007 ist das iPhone entstanden, das erste Smartphone mit einem Touchscreen. Und heute könnte man sich ein Leben ohne diese Telefone gar nicht mehr vorstellen. Und so schnell und rasend geht diese Entwicklung. Und weil ich auch angesprochen habe, die Vor- und die Nachteile, dass das als Aufgabe sehe in dieser Vorlesung, möchte ich das auch immer gern mit meinen 4 Beispielen bringen. Beispiele, wo man sagt, da sieht man also sehr gut, warum die kritische Reflexion also wirklich dringend notwendig ist. Also einer der größten Sektor, also das erste Beispiel ist E-Health. Das werden wir auch in dieser Vorlesungsserie hier auch adressieren. Und E-Health ist etwas durchaus Gutes. Das heißt, erstmal können wir vielleicht von Menschen Daten sammeln, diese Daten gegenüberstellen und vielleicht viel schneller und auch effizienter tatsächlich in den Heilungsprozess eintreten, indem wir wissen, diese Person hat wahrscheinlich diese und diese Probleme. Wir erkennen wesentlich früher, wann es Probleme gibt und können vielleicht auch garantieren, dass man viel mehr präventiv arbeitet. So, der Nachteil könnte aber jetzt sein, nachdem wir mehr oder weniger alles vermessen von Menschen, haben wir sehr viele Daten. Und es könnte natürlich jemand sagen, naja, man muss sich jetzt auch an gewisse Normen halten, sonst können wir gar nicht präventiv wirken. Sehr plakatives Beispiel, also man muss vielleicht weniger Fett essen und sich gesünder ernähren, weil ansonsten ist natürlich vielleicht die gesamte Maßnahme eher uneffizient. Und dann könnten natürlich Versicherungen oder sonstiges draufkommen, zu sagen, naja, wenn sich jemand nicht an das hält, an diese Normierung, dann muss er halt mehr Versicherung zahlen oder er bekommt nicht mehr die gleiche gesundheitliche Leistung zur Verfügung gestellt. Und damit würde ich natürlich demokratisch gesehen gegen unser Gleichheitsprinzip verstoßen. Das heißt, es kommt eine Mehrklassengesellschaft, die man zu einem gewissen Teil also mit Privatkassen und sonstiges vielleicht auch schon hat. Und die Situation könnte viel krasser werden, dass also in der Zukunft, wer aus der Norm ausschert, plötzlich also auch nicht mehr die gleiche Leistung bekommt. Ein weiteres Beispiel ist natürlich der Riesenthematik um den E-Commerce. Ja, also was sehr gerne gemacht wird, ist zum Beispiel also Flugbuchen. Ja, also ist ganz toll, wenn man weiß, also diese Person, die fliegt immer so und so herum. Man kann also Angebote auf die Person total gut und entsprechend hinschneiden, ja, und sagen, also für dich mache ich dieses Angebot, für dich dieses. Aber das heißt auch, wenn es Angebote gibt, dass man natürlich auch die Preise sagen kann, naja, wenn wir wissen, der fliegt immer zwischen diesen 2 Städten hierher, da können wir ein bisschen raufgehen mit dem Preis, der wird das gar nicht merken. Und wenn Sie sich da vielleicht mit verschiedenen Accounts im Internet anmelden bei Fluggesellschaften und jedes Mal einen anderen Preis kriegen, dann müsste man sich fragen, was da im Hintergrund bereits passiert. Das heißt, also auch hier ist die Frage, gleiche Leistung, gleicher Preis, ist das etwas, das wir eigentlich vergessen müssen langfristig? Dann haben wir einen Riesensektor, der sich heute mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, mit Automatisierung, Roboter. Das heißt also, wir sehen immer mehr Roboter in unseren Haushalten. Man geht davon aus, in wenigen Jahren sind es 5 pro Haushalt. Und die werden natürlich auch immer schlauer. Die werden also uns Dinge abnehmen, sei es also Staubsaugen oder sonstiges. Und auf der anderen Seite muss man sich so fragen, naja, wenn die Roboter uns immer mehr automatisierbare Arbeiten abnehmen,
wo endet das? Und wir sehen also persönlich hier gar kein Ende mehr. Ne? Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, wenn ich einmal in meine alten Tage gekommen bin, dass ich vielleicht mehr von Robotern betreut wäre, als vielleicht noch von Menschen. Und die Frage ist, ist das das, wohin die Menschheit streben will? Also wer macht dann diese Roboter? Wie geht man dann an Automatisierungsprozesse? Ist unser Lebensende vielleicht sowieso nur mehr zwischen verschiedensten Geräten? Ja, und das letzte und mein Lieblingsbeispiel ist natürlich auch, was man sehr gern durchspielen kann, sind die selbstfahrenden Autos. Und bei den selbstfahrenden Autos geht man wirklich davon aus, dass das also sicherer ist, was den gesamten Verkehr betrifft, das ökonomischer, effizienter ist. Und es klingt einleuchtend, dass wenn der Computer uns steuert, dass also wenige Unfälle passieren. Man geht davon aus, dass es sehr schnell sein wird, bis sie in den Markt kommen. Ich halte es für unaufhaltsam. Also die Frage ist wirklich nur mal, wie viele Jahre dauert es tatsächlich? Und jetzt treten aber auch ganz viel spannendere Fragen aus. Was ist, wir wissen auch, dass Roboterautos vielleicht irgendwelche Situationen geraten, in denen sie Unfälle nicht mehr vermeiden können. Und es ist die Frage, wie entscheiden sie sich in dieser Unfallsituation? Das ist eigentlich ein Paradoxon, so diese Beispiele zu sagen, ja, jetzt, ich habe die Entscheidung, in 5 Kinder hineinzufahren oder in einen alten Menschen. Oder so, weil der Computer weiß, eine Kollision ist unvermeidbar. Und jetzt müsste man sagen, ja, wer entscheidet denn das? Weil eigentlich, wenn es ein Roboter oder ein selbstfahrendes Auto ist, muss diesen Algorithmus auch jemand programmiert haben. Und wer ist dann verantwortlich, wenn diese Unfälle passieren? Damit kommt erstmalig in Diskussion, sind Roboterautos etwas Ethisches? Ja? Also man muss ja eine Ethik-Diskussion führen. Und da geht man sehr weit, also bis hin, also entscheidet dann das Parlament, wie der Algorithmus sich zu verhalten haben. Weil man wird auch nicht einem Programmierer die Schuld geben können, weil wir wissen, da programmieren viele Personen an dem Ganzen. Und da kommt jetzt erstmalig das Gedankengut auf, dass es sogenannte Algorithmuswächter geben muss. Also irgendjemand nimmt dann diese Algorithmen ab. Ja. Da ist auch die Idee, das könnte man so weit treiben, dass auch die ganzen großen Konzerne auch ihre Algorithmen hergeben müssen. Und man eigentlich wissen müssen, man weiß also nicht, was die Entscheidung ist und wie es programmiert ist, sondern wie der Algorithmus funktioniert und kann das überprüfen, ob der richtig reagiert hat, auch in einem Fall, wo man vielleicht also gar nichts dazu kann. Aber ich glaube, diese Beispiele zeigen, warum es sehr wesentlich ist, über das nachzudenken, dass wir also wirklich vieles natürlich also technisch lösen werden und auch gerne machen und auch natürlich zum Wohle der Menschheit, aber es Situationen geben wird, wo das vielleicht nicht mehr so eindeutig ist und wo es irgendwie auch Entscheidungen geben muss, also wie dann in diesem Fall das eine so oder auch eben so nicht reagiert. Das Problem, das wir sehen, ist, dass die Gesellschaft all diesen Problemstellungen nicht so schnell gewachsen ist. Ja, also das kommt in einer Geschwindigkeit, die Technik, die überholt uns links, rechts und die ganze Gesetzgebung, auch Leute, die das tatsächlich verstehen, was hier passiert, sind also vergleichsweise noch rar. Wir kennen die Beispiele der NSA, ich bin also immer noch felsenfest überzeugt, dass in Europa das also deswegen wenig Wirbel gemacht hat, weil die Leute gar nicht verstanden haben, was also hier alles abgegrast wird und was damit auch möglich ist, wenn man also alle über diese Daten verfügt. Und diese Dinge muss man ansprechen, das muss diskutiert werden und ich glaube, es geht darum, vor allem auch mündige Bürger zu haben. Und natürlich in dem Fall ist es auch noch angedacht, dass Personen, die sich sehr stark damit beschäftigen, auch immer im Hinterkopf haben, ja gut, ich will natürlich nur das Beste, aber ich muss auch darüber nachdenken, wenn es zu Situationen kommt, wo vielleicht es doch noch andere Meinungen und Perspektiven gibt. Ja, also das ist die Idee hinter dieser Veranstaltung. Ich möchte mich jetzt im Vorfeld gleich bedanken, und zwar bei allen Expertinnen und Experten, die also wiederum ihre Videos zur Verfügung gestellt haben, die mit uns Videos gemacht haben, weil natürlich also meine Expertise ist der Bildungsbereich. Und das heißt also, andere Expertisen wie eHealth und so weiter werden Ihnen dann von Expertinnen und Experten vorgestellt. Auch ich habe Sie gebeten, eine provokative These zu stellen, über die nachzudenken und zu reflektieren und also um vielleicht einen Diskurs anzuregen, um Ihnen zu zeigen, ja, das ist zwar richtig, aber man muss schon aufpassen, wo könnte das hingehen, weil diese Personen, die sitzen hier in der Forschung, die wissen tatsächlich, wo es hingeht und wir sind also als Forschende gewohnt, dass es also in 15 Jahren also dann tatsächlich an die Gesellschaft weitergeht. Also ein wirklich großes und herzliches Danke an all diese Personen. Der Kurs selbst ist eigentlich so, dass es eigentlich eine Lehrveranstaltung der Technischen Universität Graz ist. Bei uns heißt es Vorlesung-Übung, das heißt, also es gibt einen Vorlesungsteil und einen Übungsteil. Der Übungsteil wird also nicht öffentlich sein, das ist klar. Aber ich habe den Vorlesungsteil geöffnet,
geöffnet für die Öffentlichkeit in Form dieses Massive Open Online Kurses mit der Idee, dass auch Personen, die also jetzt nicht an dieser Lehrveranstaltung teilnehmen, auch teilnehmen können und zwar unter anderem auch an dem Diskurs. Das heißt also, wir und die Studierenden leben natürlich sehr stark von der Meinung oder auch von den Sichtweisen, die also die Welt mit ihnen teilt. Also für uns ist das eine große Chance zu sehen, dass es vielleicht nicht nur die technische Meinung gibt und man sagt, ja, das ist also zum Wohle der Gesellschaft, entwickeln wir die Technik weiter, sondern dass es viel, viel mehr Perspektiven gibt und wir freuen uns wirklich, wenn also hier in den Diskussionsforen und so weiter es zu einem Diskurs kommt, wo man uns diese Sichtweisen von außen mitteilt, Erfahrungen, Lebenserfahrungen, vielleicht also Dinge, die wir gar nicht so wissen können. Ja, also das, wie gesagt, der Übungsteil der Studierenden, der ist im nicht öffentlichen Teil, der wird also innerhalb dieses Massive Open Online Courses gar nicht auftreten. Es ist vorgesehen, dass in jeder Woche ein Video, mindestens zwei Videos eigentlich von Experten und Expertinnen freigeschaltet werden. Der Kurs wird 10 Wochen dauern. Jedes Mal zu unterschiedlichen Themen. Also manchmal sind sie ein bisschen ähnlicher, aber manchmal ist es einfach so, dass man unterschiedliche Themen hat, die, glaube ich, durchaus Brisanz haben. Es wird also, diese Experten werden das durchbesprechen. Dann wird es vielleicht Begleitmaterial geben und es gibt am Ende jeder Woche einen sogenannten Self-Assessment, wo man noch einmal schauen kann, ob man die wesentlichen Aussagen dieses Videos tatsächlich verstanden hat. Nach diesen 10 Wochen besteht die Möglichkeit, eine Teilnahmebestätigung zu generieren, wenn man mehr als 75% also dieses Self-Assessments jeder Woche bestanden hat. Und das ist wahrscheinlich also jetzt nicht allzu schwer. Es soll also dazu sein, dass Sie dabei sind und wir freuen uns vor allem, wenn Sie im Diskussionsforum die dort angeschriebenen Fragen auch vielleicht kritisch reflektieren. Wie gesagt, der Diskurs soll auf alle Fälle im Vordergrund stehen. Ja, dann freue ich mich also auf eine spannende Zeit. Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß mit diesem Online-Kurs und mir bleibt nur eins zu sagen, los geht's.